Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Ich bin heute im Efteling angekommen mit meiner Freundin. Wir verbringen jetzt zwei wundervolle Tage. Wir waren beide noch nicht im Efteling. Das heißt, es ist unser erster Besuch. Wir haben schon so viel Gutes gehört und sind sehr gespannt auf den Park. Das Wetter ist traumhaft. Es sollen knapp 30 Grad werden heute. Und jetzt gehen wir rein. Wir haben gerade unsere Tickets bekommen. Wir übernachten im Efteling Hotel. Man ist im Auto reingefahren und man hat direkt die Tickets bekommen. Das heißt, wir mussten gar nicht ins Hotel rein. Super praktisch. Bin ein bisschen außer Puste gerade. So, jetzt gehen wir in den Park und sind sehr gespannt. Ich glaube, wir fahren zuerst Symbolika. Zeg, Snater, zie jij soms nog aardige mensenkinder met lekkere... Als Hotelgäste darf man ja 30 Minuten früher in den Park. Da warten wir jetzt. Wir sind jetzt hier auf einem Spielplatz. Der Park macht gleich auf. Und was ich noch sagen wollte, bleibt bis zum Ende dran, weil ich habe noch eine kleine Überraschung für euch am Ende. Wir stehen jetzt gerade bei Symbolika an und hier in den Niederlanden ist es so, dass man keine Maske tragen muss in den Wartebereichen. Also es gibt generell keine Maskenpflicht hier. Es gibt nur abgegrenzte Bereiche, wo man stehen darf und wo man gehen darf. Das zeige ich euch jetzt. Ihr seht hier an den Geländern ist es ein roter Bereich, da drin darf man nicht stehen. Und dann geht es weiter in den weißen Bereich, in dem darf man wieder stehen. Das zieht sich durch die ganze Warteschlange und auch vor der Warteschlange auf dem Boden sind auch diese Markierungen vorhanden. Also ich finde, ein sehr gutes Prinzip, wenn sich die Leute natürlich dran halten. Wir sind gerade Symbolika gefahren und ich muss sagen, für den Anfang ist es wirklich eine sehr schöne Attraktion. Es ist auch sehr lang, ich glaube so knapp 6 bis 7 Minuten sind wir gefahren. Angestanden haben wir um die 40 Minuten, jetzt direkt nach Parköffnung. Und ja, also ich finde wirklich eine sehr, sehr schöne Attraktion, auch perfekt für Kinder. Und jetzt haben wir uns wieder mal verlaufen, wir haben uns heute Morgen schon verlaufen. Wir laufen jetzt in die falsche Richtung. Ja, der Park ist sehr groß und man verläuft sich sehr leicht und wir waren ja noch nie hier und dann kann das schon ganz schnell passieren. So, jetzt gehen wir zum fliegenden Holländer. So, wir fahren jetzt doch kein fliegender Holländer, sondern Piranha. Oh, wird man auch nass. Gerade so ein bisschen lame. Ja. Also Rafting ist bitte. Gerade so ein bisschen wie so eine schöne Bootstour. Aber guck mal da, da, da. Oh, ich sehe schon. Scheiße!
Oh Gott. So, ihr habt ja gesehen, Piranha war ganz nett. Zwischendurch habe ich mich aber gefühlt wie so eine Sonntagsbootfahrt. Also es hätte zwischendurch ein bisschen rasanter sein können. Aber alles in allem war es in Ordnung. Jetzt haben wir eine Runde Schiffschaukel, was ich hier ein bisschen verstören. Also ist natürlich zur Sicherheit, aber man fühlt sich ein bisschen wie ein Insekt, wenn man hier in so zwischen den Warteschlangen so Plastik Dings hat. Fühlt man sich ein bisschen wie so ein... Was? Trennwände, genau. Man ist ein bisschen wie so ein Schmetterling, weißt du? Wisst ihr, was ich meine? So ein botanisches Haus. Überall im Park verteilt findet ihr diese Desinfektionsspender. Oben findet ihr Tücher. Da unten kommt das Desinfektionsmittel raus und unten müsst ihr drücken. So, jetzt macht meine Freundin das vor. Und die findet ihr überall im Park verteilt. Papier, da. 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 Ist ja mein erster Besuch hier im Efteling, aber ich habe bereits einen Tipp für euch. Macht die actionreichen Attraktionen während der Mittagszeit. Da reduziert sich nämlich die Wartezeit erheblich. Wir haben jetzt einige Attraktionen. Wir sind jetzt gerade beim Fliegenden Holländer. Sind eben diese Holzachterbahn gefahren und Python. Und das glaube ich alles innerhalb von einer Stunde. Jetzt sind wir beim Fliegenden Holländer. Also es ist wirklich ein Tipp von mir. Macht diese beliebten Attraktionen während der Mittagszeit. Also der Fliegende Holländer ist wirklich eine sehr schöne Attraktion. Ich bin sie ja noch nie gefahren. Und ich muss sagen, wenn man das erste Mal damit fährt, ist es schon sehr beeindruckend, was da so am Anfang alles passiert. Ich möchte nichts spoilern, aber es ist schon sehr beeindruckend. Man wird jetzt nicht ganz so nass, außer wenn man außen sitzt. Und gegen Ende ist es eine nette Bootfahrt. Aber es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Attraktion. So, jetzt holen wir uns ein Slush, also warmes. Der Coca-Cola Frozen hat 3,60 Euro gekostet, eine anständige Größe und bei dem Wetter wirklich sehr erfrischend, sehr spritzig und ja, kann ich weiterempfehlen. So, wir testen jetzt die neue Familienachterbahn hier im Efteling. Max und Moritz. Wir entscheiden, welche Bahn wir nehmen, Max oder Moritz. Heute nehmen wir Moritz und dann morgen probieren wir noch Max. So,
nach der rasanten Fahrt mit Max und Moritz. Das haben wir Moritz gefahren. Es ist wirklich eine sehr nette Achterbahn, aber es ist hauptsächlich für Kinder. Aber man kann es mal fahren, wenn die Wartezeiten nicht allzu lang sind. Wir haben uns jetzt mal hingesetzt, um was zu essen. Wir haben nämlich Hunger. Wir essen heute bei Poliskoiken. Hier gibt es verschiedene Pfannkuchen, süß, aber auch herzhaft. Natürlich zeige ich euch gleich, was ich bestellt habe. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, ob es schmeckt. Also ich habe jetzt den Pfannkuchen mit Serrano-Schinken, Pesto, Pinienkern und ich weiß nicht, was da noch drin ist. Ah, Frühlingszwiebeln, genau. Ich habe ein kleines Smiley. Ich bin mal gespannt, ob es schmeckt. Meine Freundin hat einen mit Ham, also Schinken, Käse und Pilzen. Und ich habe hier diesen Double Friss. Das ist so eine Schorle mit Pfirsich und Apfel. Das schmeckt ganz gut. So, guten. So, der Pfannkuchen war wirklich sehr lecker, was man dazu sagen muss hier im Efteling. Sie akzeptieren kein Bargeld. Man kann eigentlich fast nur mit Karte zahlen. Einmal bei diesem Frozen Coca-Cola Ding hat eine Ausnahme gemacht, aber auch schon sehr komisch geguckt. Und jetzt hier im Restaurant hat sie mein Bargeld gar nicht akzeptiert. Das heißt, nur mit Karte zahlen. Hier im Efteling ist es so, dass die Boote entweder, also man ein Boot selbst alleine bekommt, pro Haushalt oder pro Gruppe, mit der man unterwegs ist. Wenn es eine Bahn ist, eine Achterbahn oder ein Zug, dann wird immer eine Reihe freigelassen zwischen den Haushalten. Genau, und so wird das hier geregelt. Ja, hier im Efteling reden sogar die Mülleimer mit dir. Ich finde es ganz süß. Hallo! Oh, cool! Mhm. So, mein Lieben, unser erster Tag hier im Efteling neigt sich langsam dem Ende. Es ist gleich 18 Uhr, der Park schließt. Und wir hatten wirklich einen sehr schönen Tag. Natürlich war es super heiß, wir hatten an die 30 Grad. Wir haben aber sehr viel geschafft. Wir haben die Mittagszeit genutzt und sind die Hauptattraktion gefahren. Jetzt gegen Ende, in den letzten 1,5 Stunden, sind wir so die kleinen Nebenattraktionen gefahren. Und wir haben echt sau wenig gewartet jetzt am Ende, so 5 bis 10 Minuten immer. Das heißt, es lohnt sich auch bis zum Ende zu warten und dann da noch einige Attraktionen mitzunehmen. Wir gehen jetzt ins Efteling Hotel, da übernachten wir nämlich. Dazu kommt ein separates Video, wie wir dort nächtigen und wir essen auch dort zu Abend. Da nehme ich euch mit, verlinke ich euch bei dem Idas Video, wenn es hochgeladen wurde. Ansonsten sehen wir uns morgen. Ciao!
Guten Morgen! Ja, Tag Nummer 2 hat begonnen. Wir hatten eine super angenehme Nacht, haben gut geschlafen, Frühstück war auch mega, haben richtig gut gegessen und jetzt kann der Tag starten. Tag Nummer 2. Heute Morgen wollen wir direkt Rumpflucht machen und dann schauen wir mal. Das Wetter ist wieder Bombe, es soll 33 Grad werden. Also denkt an den Sonnenschutz, wenn ihr bei so Temperaturen in den Park kommt. Ich habe nämlich gestern schon ein bisschen Sonnenbrand bekommen, weil ich vergessen habe, mich hier einzucremen. Ja, aber sonst habe ich keinen Sonnenbrand. Genau. Also wir gehen jetzt in den Park, 39 Uhr. Als Hotelgäste darf man ja einen Ticken früher rein. Und dann schauen wir mal, wie es heute wird. So, in der ersten halben Stunde haben wir 2 Attraktionen geschafft, bevor der Park für alle anderen Gäste öffnet. Drumflucht und Villa Volta. Drumflucht fand ich wunderschön. Ist wirklich sehr cool gemacht, hätte ich gar nicht erwartet. Also ich liebe die Attraktion. Könnte ich auch gerne nochmal fahren. Villa Volta war jetzt okay. Das war, wenn ihr das im Phantasialand kennt, in diesem Chinatown, dieser drehende Raum. Das ist die Villa Volta. Wir wussten das vorher nicht. Was ein bisschen doof war, aber es ist halt verständlich, wenn man in die Niederlande in den Park geht, dass die ganze Vorgeschichte man nicht verstanden hat, weil ich kein Niederländisch spreche. Das war ein bisschen, also das fand ich ein bisschen blöd, aber ist halt verständlich, wenn der Park in den Niederlanden ist, wird halt alles auf Niederländisch gesprochen, die Geschichte. Genau, und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. So, nach der spannenden Karussellfahrt, die übrigens super viel Spaß gemacht hat, habe ich ein bisschen gefühlt wie Mary Poppins, gehen wir jetzt in den Märchenwald und mal gucken, ob wir den Weg wieder rausfinden. Durch den Märchenwald gelaufen, als wirklich ein sehr schöner Wald. Sehr viel, also die Detailtreue ist
wirklich bewundernswert, was sie, wie viel Mühe sich die gegeben haben. Man sollte aber genug Zeit einplanen. So 1 bis 2 Stunden mit Kindern braucht man schon, um alles dann zu sehen und zu erkunden. Ich habe jetzt auch eine Kopfbedeckung angezogen, weil die Sonne schon sehr stark scheint. Ist jetzt nicht die schönste, ist halt ein Schal, aber es hilft gegen den Sonnenbrand. So, wir sind gerade aus Fabula 4D rausgekommen und ich muss sagen, ein so schöner Film. Bin sehr begeistert gewesen. Auch die 4D-Techniken, wirklich ganz toll. Was ich auch noch gut finde, ist, dass der Film keine Sprache hat. Das heißt, es wird alles nur durch Gesten und Mimiken gezeigt. Und so versteht man auch den Film und kann sogar als Deutscher den Film mitverfolgen. So, jetzt schauen wir uns gleich die Wassershow an und fahren auf Fata Morgana. Dann ist auch schon Mittag. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Girls and boys, once upon a time, there lived a princess in a beautiful castle. Close to the castle, there was a pond with enchanted frogs. Often she played it with her golden ball. But one day, the ball fell in the water with a big splash. It awakened the frogs. And now, together with the frogs, we will bring the pond to life. So, nach der Wassershow gehen wir jetzt hier zur Fata Morgana in den orientalischen Bereich. Und ich muss sagen, es sieht schon sehr schön aus hier. Mal wieder ein Brunnen, das finde ich auch sehr schön hier im Efteling. Man hat überall das Element Wasser mit Brunnen, Seen, Bächen, Flüssen. Also das mag ich wirklich sehr. So, ich habe schon mal bei jemandem dieses Cornetto Mermaid Eis gesehen und ich habe das überall gesucht und jetzt habe ich es gefunden und esse jetzt ein Cornetto Mermaid Eis. So, wir sind jetzt wieder bei der Max und Moritz Bahn, Familienachterbahn, und auch in der Warteschlange gibt es genug Entertainment. So, heute entscheiden wir uns für Max. Gestern sind wir ja beim schon Moritz gefahren. Irgendwie kommt es uns vor, dass bei Max mehr los ist, aber es kann auch nur eine Täuschung sein. So, ich weiß nicht, ob ihr euch das bekannt ist. Hier in den Niederlanden kann man Snacks am Automaten kaufen. Hier zum Beispiel gibt es einmal Frikandel, dann gibt es hier Nudelsnack und einen Chicken Snack. Ich würde gerne mal die Frikandel probieren, einfach nur, weil es ja Kult ist in den Niederlanden, und das machen wir jetzt mal. Wir mussten jetzt in den Laden rein, da meine weder meine Auflegekontokarte noch meine Auflege-Mastercard am Automaten funktioniert hat, und reinschieben konnte man es nicht. Deswegen sind wir reingegangen und haben jetzt hier die bekannte Frikandel mit einem Special Dip aus Mayonnaise, Curry, Ketchup und Zwiebeln. Und hier haben wir eine Hähnchenkrokette. Ja, heute lassen wir es etwas ruhiger angehen, auch wegen der Temperaturen. Aber wir haben ja gestern eigentlich schon die ganzen Action-Achterbahnen gemacht. Wir wollen aber gleich entweder auf Fliegende Holländer fahren oder Priania, irgendwo, wo man ein bisschen nass wird. Schauen wir mal auf die Wartezeiten. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich Efteling wirklich einen sehr, sehr schönen Park finde, aber nicht den Freizeitpark, den ich so kenne. Also es ist halt sehr grün, sehr viel Natur, das soll nicht negativ klingen. Aber ich habe so einen Freizeitpark noch nicht erlebt.
Und ich muss sagen, es ist wirklich eine schöne Abwechslung, ein anderer Freizeitpark. Und ich würde jedem empfehlen, mal sich den Park anzuschauen und mal hierher zu kommen. So, gerade von Piranha runtergekommen und die Fahrt, muss man sagen, war heute etwas wilder als gestern. Wir sind auch etwas nasser geworden. Dieser Wasserfall, dieser am Anfang, dieser Wasserfall oben kommt, dieser Regen, ist auch nicht ausgegangen diesmal. Gestern ist er ja vorher ausgegangen, bevor das Boot kam. Kann auch Zufall gewesen sein, wir wissen es nicht, aber es lief jetzt einfach durch. Das heißt, man ist am Anfang direkt nass geworden und es war auch irgendwie gefühlt rasanter. Aber bei den Temperaturen gar kein Problem. Bei 30 Grad und Sonne trocknet man sehr schnell. Ich würde noch was zum Thema Corona sagen. Hier in den Niederlanden, muss ich jetzt zugeben, merkt man das nicht, dass es das Corona gibt. Klar, man hat die Abstandsmarkierung, dass man Abstand hält, dass man auch nur mit Karte zahlt und kein Bargeld mit dem Kellner austauscht etc. Aber dadurch, dass man keine Maske trägt und einfach frei durch den Park läuft, muss ich sagen, merkt man das nicht so. Und was auch noch dazu kommt, ist, dass die Attraktionen nicht desinfiziert werden. Also wir haben nichts gesehen. Es stehen zwar Desinfektionsspender überall im Park verteilt, auch an den Gängen, an den Eingängen und Ausgängen der Attraktionen, also meistens. Aber ob sich dann alle, die wirklich die Hände desinfizieren, ist fraglich. Deswegen würde ich euch raten, immer ein eigenes Desinfektionsmittel mitzunehmen und wie gesagt dann bevor ihr in die Achterbahn oder die Attraktion geht und danach einfach die Hände zu desinfizieren. Ich muss meine Aussage von eben korrigieren. Wir sind jetzt nochmal den fliegenden Holländer gefahren und da konnten wir beobachten, dass die Wegen in der Tat desinfiziert werden. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus, ich vermute alle halbe Stunde. Also meine Aussage von eben ist hiermit korrigiert. Die Wegen werden in Intervallen desinfiziert. Entschuldigt bitte mein Aussehen, sehe glaube ich mittlerweile ganz schlimm aus, verschwitzt. Ich habe mir jetzt hier ein Swirl gekauft für 4 Euro. Man sucht sich erst das Eis aus, es gibt Vanille und Erdbeere oder beides gemixt. Und dann könnt ihr euch 5 Toppings raussuchen und die werden dann zusammen gemixt. Ich habe Mango, Kiwi, Oreo-Kekse, dunkle Schokolade und Marshmallows. Genau, ich hoffe, es ist sehr erfrischend. Bei dem Wetter braucht man einfach was Kühles. Ich würde am liebsten in diesen Brunnen da hinten springen. Ich habe ja am Anfang des Videos bereits erwähnt, dass ich noch eine Überraschung für euch habe. Und zwar verlose ich zusammen mit dem Efteling Deutschland 2 Eintrittskarten hier für den Efteling. Für eine Person, das heißt, ihr könnt in den Park kommen mit einer Begleitperson. Was ihr dafür machen müsst, ist das Video liken, meinen Kanal abonnieren und das Video kommentieren. Und zwar würde ich gerne von euch wissen, welcher Freizeitpark euer Lieblingspark ist und welche Lieblingsattraktion ihr habt. Es muss auch nicht in demselben Park sein. Was auch noch wichtig zu erwähnen ist, und ihr dürft es bitte nicht vergessen, ich brauche einen Namen von Instagram, Facebook oder Twitter. Sonst kann ich euch nicht kontaktieren, falls ihr gewonnen habt, um euch die Tickets zuschicken zu lassen. Die Aktion läuft bis 6. Juli, 18 Uhr. Ich wünsche euch viel Glück und viel Spaß beim Mitmachen.
unser zweiter Tag neigt sich jetzt auch dem Ende. Wir gehen jetzt Richtung Auto und sind ganz froh, wenn wir jetzt eine Runde sitzen können und eine Klimaanlage haben. Es war doch schon sehr anstrengend bei dem Wetter. In den zwei Tagen haben wir eigentlich alles geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wenn man ein Kind dabei hat oder in die Shops gehen will etc., sollte man sich ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, alles geschafft, was wir schaffen wollten. Dazu muss man sagen, wir haben nicht viele Pausen gemacht zwischendurch. Wir haben immer in den Warteschlangen ein bisschen Pause gemacht. Gestern haben wir nur einen Pfannkuchen gegessen. Heute zum Beispiel haben wir nur kurz gesessen bei der Frikandel. Ansonsten haben wir nichts groß gegessen und auch keine große Pause gemacht. Das muss man vielleicht dazu erwähnen. Die Wartezeiten an den großen Attraktionen waren so zwischen 30 und 50 Minuten, was wir erlebt haben. Genau, so, wie gesagt, wir gehen jetzt ins Auto. Alle Infos nochmal zum Gewinnspiel packe ich auch nochmal unten in die Infobox. Könnt ihr euch das auch nochmal in Ruhe durchlesen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann, ciao!